Hallo liebe Minecraft-Freunde, herzlich willkommen zur neuen Aufnahme am 20. Januar, 23.31 Uhr inzwischen, Folge 1402. Ich bin ja gespannt, wie ihr die vollste Folge aufgenommen habt, da wo Angela Merkel und Horst Seehofer zu Gast waren. Ich weiß es jetzt ja bei der Aufnahme noch nicht. So, wie ist das hier mit dem Ton? Optionen, Geräusche, da haben wir noch mal ein bisschen kleiner, ein bisschen weniger. Ach, ich habe noch gar nicht meine Themen aufgerufen. Moment. Machen wir jetzt mal gerade. Da habe ich's. So, öffne dich. Einmal runterschieben. Und dann haben wir das. Und dann Oliver Held hat gesagt, kannst du mich mal grüßen? Hallo Oliver, ich grüße dich. Hat er vor, ich habe mir das kopiert. Er sagte, ich könnte eine Berghütte bauen, die in den Berg hineingeht. Ja, wir werden sowas in der Art haben. Berghütten sind allerdings meistens auf dem Berg, aber mal sehen, wie wir das hinkriegen. So, wir werden weiter an unserem Großprojekt arbeiten. Ich hoffe mal, dass ich die Hölzer auch einsortiert habe. Jo, da sind sie alle. Genau. Was muss ich drücken? Escape. Was haben wir? Wir haben gar nichts hier drin. Ein paar Pfeile. Da können wir mal so ein Stack Pfeile wegschmeißen. Oh Mann, habe ich viele Pfeile. So, und das auch noch. Dann haben wir hier ein bisschen Luft. So, was brauchen wir denn? Wir brauchen, holen es mal oben her. Wir machen mal alles voll mit. Erde. Denn wir brauchen mal so ein bisschen planieren noch da. So. Machen wir sehen, ob wir das alles verbauen. Ich glaube hier nicht, aber nehmen wir mal alles mit, auf jeden Fall. Und gehen zu unserem neuen Projektplatz hier. Das ist dieser. Gucken wir mal, wie das mit Monstern ist. Ich habe hier die letzte Aufnahme an meinem Rechner gemacht. Jetzt sind wir wieder auf dem Server. Letzte Aufnahme, das war ja die mit Angela Merkel und Horst Seehofer. Ich bin ja gespannt, wie ihr die aufgenommen habt. Habe ich das schon gesagt oder war das vorhin? Als Fraps noch nicht aufgenommen hat. So, ein Stack haben wir schon weg. Reimt sich sogar. So, was haben wir für Themen? Ich habe mir eigentlich jetzt nichts Besonderes überlegt. Ich habe jetzt zwar so ein paar Themen stehen. Gucken wir mal. Was haben wir denn letztes Mal gemacht? Wir haben uns letztes Mal über... Ja, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Über Ägypten unterhalten, genau.
Das war das letzte Thema, Ägypten. Hey, das geht aber doch hier ratzfatz weg. Ägypten. Ägypten, die alte Hochkultur. Ja. Schon seit vielen tausend Jahren waren die da aktiv. Oh, können wir uns gleich mal hinlegen. Oh, da kommt schon so ein Monster an. Wo kommst du denn her, Freundchen? Ist doch noch gar nicht dunkel. Bist du da aus der Höhle gekommen? Ha. Oh, da kommt. Ich bekomme die Erfahrungspunkte im Schlaf. Wahnsinn. Ja, aus der Höhle wahrscheinlich. Hier aus der Höhle. Sollte ich vielleicht mal ausleuchten hier drin. Wie weit geht denn das überhaupt? Nicht sehr weit. Okay. Hier haben wir auch noch Höhlen. Die könnte man auch gleich mal ausleuchten. Da habe ich doch irgendwie ein Skelett gesehen. Oder? Oh, ich habe gar keine Fackeln mehr, stelle ich fest. Na gut, wir kriegen ja hier immer wieder welche. Oder habe ich doch mal Fackeln dabei? Nee. So, heute wieder mit der Musik von Bruno Will übrigens. Bei der heutigen Aufnahme habe ich jetzt in der letzten Folge vergessen zu sagen. Oder mache ich jetzt mal eine Doppelfolge hier. Dann ist es immer noch die... Ich mache mal eine Doppelfolge. Sag ich mal jetzt einfach so. Weil ja doch noch nichts passiert ist. Mein Gott, das ist ja Irrsinn, was man hier für Dreck verbraucht bei... Könnte sein, dass man da so eine ganze Kiste hier reinballern. Aber ist ja egal. Ich meine, wir haben es ja... Wofür haben wir es denn? Dafür haben wir es ja. Das Zeug ist... Wieso drücke ich mal die Shift-Taste hier? Ja, Ägypten, das Thema der letzten Aufnahme. Ägypten, die ja nur deshalb jetzt noch so bekannt sind, weil sie statt auf Öko-Teebeuteln, da kann ich mich noch dran erinnern, welche Zivilisation hat eigentlich auf Öko-Teebeutel geschrieben? Das ist wahrscheinlich die, die Zivilisation der, wie heißt das? Und wie heißt denn diese Firma da? Mit dem A, mit S, Seitenbacher, genau. Das ist die Seitenbacher Zivilisation, die, oder Alnatura oder sowas, die auf Öko-Teebeuteln schreiben. Schon wieder zwei Dinger weg. Mann, oh Mann. Aber die alten Ägypter haben halt auf Stein geschrieben. Da gibt es auch Leute, die auf Ton geschrieben haben. Babylonier, glaube ich, mit ihrer Keilschrift. Die haben auf Ton geschrieben. Und Tonscherben sind halt nicht so haltbar wie Stein. Aber man hat ja auch, glaube ich, doch, man hat die Schrift, glaube ich, entziffern können. Ne? Ist das richtig? Ich glaube, ich mache mal bis hier. Oder ich mache das Ding noch. Hau das Ding noch mal weg hier. So.
Und dann gucken wir mal. Da unten können natürlich auch Monster rauskommen aus der Höhle, obwohl ich die, glaube ich, ausgeleuchtet habe. So, wir haben noch 14. So, was wird das hier? Eine neue Siedlung. Ein neuer Siedlungsbereich. Machen wir hier mal das weg. Was ist hier? Ist dunkel? Okay. Dann tun wir hier mal noch so ein paar. So eine Fackel hin. Vielleicht da oben auch noch mal irgendwo eine hin. So. Ja, was wird das hier? Ich habe da schon mal was getestet und das sah echt super aus, muss ich sagen. Und da holen wir uns mal Materialien dafür. Oder machen wir noch mal hier so ein paar. Moment, wie groß muss denn das sein? Da muss ich jetzt mal gucken. Also, da fangen wir hier an. 1, 2, 3, 4, 5, zack. 1, 2, 3, 4. Naja, wir müssten schon noch ein bisschen was machen. Also, ich denke mal, dass wir doch vielleicht bis hier auffüllen müssen. Machen wir das mal so mit so einer schönen Stufe, dann kommen die Monster hier nicht hoch. So, dann füllen wir das nochmal auf. Nicht nochmal auf, sondern füllen wir das überhaupt erstmal auf. So, fangen wir mal hier die Fackel ein. Ja, worüber kann ich denn so reden mit euch? Was habe ich mir denn hier so aufgeschrieben? Aus der Zeitung, das war doch mal ganz interessant. Nicht aus der Zeitung, sondern aus dem Wikipedia ist das eigentlich. Die Chinesen, ich habe da so ein Video gesehen von Chinesen, was die alles so kopieren. Ja, die kopieren ja alles, zum Beispiel auch, ja, kaufen sich irgendwelche tollen Technologien ein, wie zum Beispiel die Magnetschwebebahn. Ich glaube, da hatte ich ja schon mal drüber gesprochen, über diese tolle Magnetschwebebahn, wo ich ja selber auch mal mit gefahren bin. Oder sollte man sagen, geschwebt bin. Ist es so, dass die Magnetschwebebahn heißt ja Schwebebahn, hoppsa, weil sie schwebt. Ne? Nehmen wir mal ein Schlückchen. Und die Chinesen haben diese Schwebebahn gekauft. Und in China oder in Shanghai gebaut. Ne? Also es war dann die deutsche Schwebebahn dort gebaut. Und was machen sie jetzt? Jetzt werden sie natürlich irgendwann selber eine Schwebebahn bauen. Früher haben das die Japaner ja auch gemacht. Die Japaner haben ja früher auch alles Mögliche kopiert nach dem Kriege und dann, bis sie schließlich so gut waren, dass sie selber tolle Sachen entwickeln konnten, Sachen verbessert haben und ja, die Chinesen machen das sicher auch und da gibt es ja diese komische Fahrzeug, wie heißt das? Segway, ne? Segway, das ist ja so ein Zweirad, wo
wobei die beiden Räder nebeneinander angeordnet sind. Man steht da drauf und steuert das ganze Ding dann mit Gewichtsverlagerung. Ich weiß nicht, ob da schon mal jemand von euch mitgefahren ist mit dem Teil. Ich selber noch nicht. Da haben es die Chinesen ganz genauso gemacht. Die haben dann gesagt, ah, wir gucken uns das mal an und bauen das dann selber. Ah, wir können eigentlich hier auch noch weitermachen. Wir haben noch genug Erde. Und ich habe am Anfang, ganz am Anfang des Let's Plays gesagt, dass ich kein Terraforming mache. Irgendwann mal in den ersten 100 Folgen habe ich das gesagt. Habe es ja bis dahin auch kaum gemacht. Dies hier ist jetzt die erste große Terraforming-Aktion. Ja, was haben denn die chinesische Firma Ninebot, heißt die. Die hat... Oh, es wird dunkel. Dann legen wir uns mal hin. Geht das schon? Es geht.